herzlich willkommen aus Düsseldorf. Ihr seht schon, um was es hier geht, um ein Schaf. Aber wenn wir mal weiter runtergehen, dann haben wir hier ein ganz tolles Produkt und das möchte ich euch jetzt unbedingt vorstellen, weil es einfach nur wohltuend ist und angenehm ist vom Sitzgefühl her. Wir haben das auch bei uns im Laden in anderer Form, aber das sind passende Bezüge für nahezu jeden Autositz, für fast jede Dinette und ich finde es einfach genial, echte Schafswolle. Und jetzt fragen wir hier mal nur ein bisschen mehr dazu auf diesem Stand. Ah, Frau Mika. Einen wunderschönen guten Morgen. Auch dabei, weil letztens wurde geschimpft, dass ich dich aus dem Bild genommen habe. Ja, das geht gar nicht. Bin ich heute besonders drauf. Genau. Und hier haben wir die netten Eigentümer von dem Geschäft. Und ja, stell du dich mal bitte vor. Hallo, ich bin der Thomas. Ich bin aus Deutschland, eigentlich nur ein guter Kunde gewesen. Und darf jetzt auf dieser Messe den Damen helfen, in Deutsch das Produkt in Deutschland zum ersten Mal vorzustellen. Super. Und habe mich dazu bereit erklärt, das auch zu tun für 10 Tage. Ich muss ja sagen, das ist ja ein sehr spezielles Produkt, also sehr schönes und gutes Produkt. Erstens mal optisch sehr ansprechend noch dazu. Und ich war gerade drin gesessen, da wo meine Frau drin sitzt. Also ein echt kuscheliges Sitzgefühl. Und wir sprechen hier von 100% Schafswolle. Richtig. Wir sprechen von 100%iger Merino-Wolle, die komplett in EU gefertigt wird. Okay. Und dann, sage ich mal, in Schweden bislang verkauft wurde. Und das soll sich jetzt eben ändern. Wie gesagt, die Merino-Wolle, die Vorteile wird jeder kennen, denke ich mal. Wer sie nicht kennt, ich kann sie kurz erläutern. Ja. Ist einfach so, man kann die Merino-Wolle zu 30 Grad waschen. Das wissen viele Leute auch nicht. Zum anderen ist das Produkt klimaregulierend. Das heißt, auf gut Deutsch, es ist im Winter warm. Und entgegen aller Bedenken ist es im Sommer sehr, sehr kühl. Das heißt also, man kann im höchsten Sommer sehr, sehr kühl im Auto unterwegs sein oder auch auf den Stühlen sitzen. Man braucht die Sitzflächen nicht nur im Winter zu benutzen. Also ich kenne es ja auch vom Bettthema, weil da war ich früher so ein bisschen unterwegs. Ja. Und da gibt es ja auch Schafswolle zudecken und so weiter. Und da war es ja genauso, dass die Schafswolle sehr klimatisierend arbeitet. Also genau. Du frierst nicht, du schwitzt nicht, es hält dich immer schön warm, transportiert die Feuchtigkeit ab und ist einfach nur ultra angenehm und sorgt für ganz tolle klimatische Verhältnisse beim Sitzen, beim Liegen, bei allem, was du Körperkontakt mäßig an dir hast. Genau so sieht's aus. Die Damen sind seit 25 Jahren in Schweden bekannt. Okay. Gestartet wurde das Business von der Brigitta, die gerade im Bild ist. Und auch sie ist genau mit den Sachen groß geworden, die du gerade erwähnt hast. Nämlich mit Bettdecken, Überdecken, Bezügen, Kissen in jeglicher Form. Teilweise mit Beimischungen mit Kamelhaar 15% oder auch Alpaka und ja. Kaschmir und so weiter. Ja. Und jetzt hat sie sich einfach entschieden, seit 5 Jahren auch was für die Wohnmobile zu tun. Ja, und da sitzt man natürlich in so einem Sitz, sitzt man natürlich ein paar Stunden, wenn man eine Tour macht. Ja. Da verbringt man einige Zeit drin. Und ihr kennt ja das alle, wenn es unangenehm wird, weil man synthetische Stoffe hat, Kunststoff, Nylon oder was auch immer, dann schwitzt man im Sommer, der Rücken ist klatschnass und so weiter. Man klebt in kurzer Hose und hier bei der Schafswolle hat man halt das ganze Thema überhaupt nicht. Genau, so sieht's aus. Das war auch der Grund für mich. Ja. Ich habe seit Jahren, ich habe Erfahrung vom normalen Pkw-Sitz, den ich von meinem Vater geschenkt bekommen habe, seit Jahren auf der Suche gewesen, so ein Produkt zu finden. Ja. Und jetzt im Schwedenurlaub vor 4 Monaten habe ich es in einer schwedischen Wohnmobilzeitschrift gefunden, weit ab von der Bevölkerung und habe gesagt, da musst du unbedingt auf dem Rückweg vorbeifahren. Und mit Glück war sogar der Laden auf, weil die beiden Alleinkämpfer sind und nur zu zweit da sind. Okay. Das heißt, so wie jetzt ist, wir sind hier auf der Messe und der Laden ist natürlich geschlossen. Ne? Also das heißt, das ist auch alles handgemacht? Natürlich, also gewisse maschinelle Fertigkeit gehört natürlich dazu. Die Wolle muss gesponnen werden, ja, ja. Die Vorlagen müssen geschnitten werden. Ja. Aber auch das ist so, dass die... dass das alles in Kleinstproduktion gemacht wird, natürlich auch noch durch verschiedene Zulieferer, aber sage ich mal, die Endkontrolle erfolgt in Schweden, ja, und der Verkauf erfolgt in Schweden.
Und dann haben wir das Ganze noch passend für sämtliche Campingstühle, also sprich für Hochlehner, für mittlere, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, das ist richtig. Es gibt es in jeglicher Lösung. Es gibt jetzt hier den Hochlehner, den wir sehen. Das gleiche gibt es auch in der kürzeren Version für einen normalen Halblehner. Es gibt aber sogar auch nur die Auflage, die ist dann hier unten abgeschnitten als 50-50 Sitzauflage. Es kann aber auch, ist momentan noch ohne Probleme möglich, alles auf Bedarf angefertigt werden. Es dauert halt 3 bis 4 Wochen, bis es dann speziell in den Versand kommt. Ja, ja, ist klar. Gut. Was ich auch schön finde, dass man hier kurz zeigt, dass das befestigen kann. Also die rutschen auch nicht weg. Ja, weil oft immer bei den normalen... Wie die Gummizüge hinten dran, ne? Genau, damit man die schön festmachen kann. Weil die normalen Lampenverläufer, das rutscht ja immer alles weg und ist nicht dort, wo es hin soll. Und da kann man halt... Und es passt sich echt schon an und es sitzt sich wirklich mega gut. Cool. Die ganze Geschichte... Darf ich vielleicht gerade noch dazu erwähnen? Ja, unbedingt. Haben wir auch noch in allen Farben. Das heißt also, wir sind nicht nur an Grau oder Beige gebunden, was wir jetzt gesehen haben, sondern wir haben auch ein Weiß. Wir haben das Beige, was das meistverkaufteste ist. Dann haben wir das Anthrazit. Und für die braunen Ausstattungen haben wir natürlich auch Braun im Programm. Also da dürfte für jeden irgendwas dabei sein. Gut, das sind die klassischen Farben, wo eigentlich in viele Farbkonzepte reinpassen. Also überhaupt kein Problem, dass man da was Passendes findet dazu, gell? Ja. Ja, ja, phänomenal. Und ich sehe auch oben an die Bilder, also ihr macht auch Dinettenbezüge, also sprich über die Sitzgruppen kann man das Ganze genauso. Richtig, auch das ist möglich. Das ist natürlich auch alles eine Sonderanfertigung. Da muss man dann direkt in Kontakt treten mit den Damen, ja. Kriegt dann die gewissen Maße gesagt, die man messen muss. Es gibt halt wirklich viele individuelle Lösungen, so wie bei mir auch zum Beispiel eine große Rundsitzgruppe. Dafür gibt es keine Einmallösung. Das muss alles angepasst werden. Ja. Ist aber alles kein Problem. Man sagt Bescheid und ungefähr 4 Wochen dauert es, bis alles genäht ist und dann wird es eben zugesandt. Phänomenal. Das klingt nach der eierlegenden Wollmilchsau. Ja, hoffentlich. Cool. Und jetzt bloß noch einen kleinen, um einen Preis Eindruck zu kriegen, was kostet zum Beispiel hier so ein Bezug? Also, wenn man jetzt sagt, hier für so einen Campingstuhl. Der Bezug momentan als Messepreis haben wir extra Pakete geschnürt. Der ist dann bei 132 Euro für 2 Hochlehner. Ich denke, da kann niemand meckern. Ich selbst habe in Schweden 150 Euro bezahlt, weil sie damals nicht im Angebot waren. Jetzt haben wir ein Messeangebot für 132 Euro. Und wenn wir zu dem anderen Seller gehen, nämlich für die Sitzstühle, für die Fahrzeuge, da haben wir dann das Komplettangebot für 2 Komplettlösungen momentan auf der Messe für 395 Euro. Perfekt. Also ihr seht, das ist ja gar nicht teuer. Und ich kann euch bloß empfehlen, wenn ihr hier in Düsseldorf seid, kommt hier vorbei auf dem Stand. Wir sind hier in Halle 3. Hätte mir fast die Orientierung verloren. Stand G30. G30 ist der Stand, genau. Schaut euch das Ganze an. Also das ist echt phänomenal. Und ich kann nur sagen, wenn man da drin sitzt, echt ein mega Gefühl. Also ich war ja bei dir im Auto schon mal kurz. Richtig. Wo ich das Ganze das erste Mal gesehen habe, wie du auf unserem Treffen warst. Ja. Und da war ich schon total begeistert. Aber es schaut da echt sehr mega aus. Tolle Verarbeitung. Also kann da gar nichts mehr. Wir sind da perfekt dabei und wir werden auch das ein oder andere Artikel in unseren Shop aufnehmen, die man dann bei uns dann bald kaufen kann. Weil wir davon überzeugt sind und weil es echt toll ist. Und unbedingt, unbedingt, weil das Zeug ist echt cool und ist eine Bereicherung in der Campingwelt. Ja. Müssen wir haben. Ja. Gibt vielleicht noch eins dazu zu sagen, bei den Sitzlösungen kann man ja mal hier gerade abfilmen, haben wir momentan, wie du schon am Anfang erwähnt hast, sage ich mal, ungefähr 80% der Sitze decken wir ab. Natürlich gibt es immer wieder neue Modelle, wo wir noch nachlegen müssen, auch speziell für den deutschen Bereich, der sich etwas unterscheidet vom schwedischen Bereich, aber wir sind da dran. Das heißt also, einfach vorbeikommen, sagen, welches Fahrzeug man hat und wir werden die richtige Sitzlösung finden. Perfekt. Und dann kriegen wir das schon. Und in der richtigen Farbe, wie es euch dazu gefällt, in genau den Farbmöglichkeiten, also echt eine tolle Sache. Ja, ich kann nur sagen, ich werde mir auf alle Fälle jetzt ausrüsten, weil ich brauche das Zeug. Sehr das gut. Ist entschieden. Und ich sage schon mal danke, dass du uns das Ganze vorgestellt ich hast. Ich sage auch danke, dass ich es vorstellen durfte und hoffe, dass es euch gefallen hat und definitiv, dass wir euch überzeugen konnten. Definitiv. Und Leute, kommt vorbei, schaut euch das an. Bis bald. Schöne Grüße aus Düsseldorf. Ciao.